Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Seven Days to Die. So, wir sind hier bei der Schatzregion angekommen. Ich nenne es mal Schatzregion. Ich guck mal einmal kurz nach, dass alles nachgeladen ist, falls hier gleich Gegner auftauchen. Dann würde ich sagen, buddeln wir erstmal eine Runde, ne? Können wir auch ein bisschen Lehm sammeln und Stein. Da Lehm wäre eigentlich wichtiger, aber egal. So, ich sollte vielleicht eine Schräge hier reinschlagen, dass wir hier auch wieder rauskommen, ne? Ich lasse das Video mal weiterlaufen. Ich mache mal keinen Schnitt. Gegebenenfalls werde ich im Nachhinein das Video ein bisschen schnibbeln. Weil es ja eigentlich nur gebuddelt ist hier. Gegebenenfalls mache ich auch ein bisschen Musik rein. Müssen wir mal schauen, wie ich das mache. Auf jeden Fall, der Kreis ist schon kleiner geworden. Wir buddeln mal in die Richtung weiter. Ist nochmal kleiner geworden, sehr schön. Ja, buddeln wir in die Richtung weiter. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, beim Bohren kann man auch eine Schreierin anlocken, ne? Ich meine, das Glück hatten wir zum Glück noch nicht. Die Schreierin ist ja nur einmal gekommen, als wir zu Hause gebaut haben, ne? Das hat sich sehr nah dran angehört, wollte ich gerade sagen. Ich sehe keine Schreierin, aber die Zombies kommen von überall. Wo kam der denn jetzt weg? Der war doch eben noch nicht da. Glaube ich. Also Zombies kommen auf jeden Fall. Ja, bin mal gespannt, wie lange wir brauchen, um den Schatz zu finden, ne? Soll ich ihn da fallen lassen? Den Boden. Ist das normal, dass die Zombies beim Schatz kommen? Oder waren die einfach nur in der Nähe und wurden angelockt von den Geräuschen? Oder wurden die extra für sowas gespawnt? Ich meine, bei der Grabungsquest, da spawnen ja manchmal extra Zombies. Der Schatz ist aber gut versteckt, ne? Ja, guck mal, da ist er doch. Eins höre ich wieder Zombies. Nur du? Ne, da hinten kommt auch noch eine. So, das hat wieder jede Menge Sprit gekostet. Gut, dass ich im Moped noch was hab. Oh, da kommt ein schneller. Komm her. Bin bewaffnet mit einem brennenden Knüppel hier. Aber wir hatten schon öfter das Problem, oder schon seit Anfang an das Problem, dass irgendwie nachts extrem viele Gelbäugige gespawnt sind, ne? Wir haben ja auf einem sehr leichten Schwierigkeitsgrad angefangen, die Staffel. Aber selbst da sind schon Gelbäugige gespawnt nachts, ne? So, bin mal gespannt, was da drin ist. Hoffentlich hat sich der ganze Aufwand gelohnt. Muss nicht, aber wer weiß. Wenn man Lucky Looter höher geskillt hätte, wäre es wahrscheinlich noch besser gewesen. Na komm, der bringt uns 100. Gut, dann nehmen wir den mal so mit. Kann man eigentlich so irgendwie sehen, wie viel Slots der hat? Muss man da erst auf Verändern gehen, um das zu sehen? Der hat 2. Der hier. Hat auch 2. Wenn ihr das wisst, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, ob man da das von außen irgendwie sehen kann oder ob man dafür immer erst so verändern gehen muss. So, wir schalten mal auf Gewest, auf Säubern. Das machen wir mal aktiv. Ich würde sagen, ich fahre nach Hause, lade die Taschen aus und wir sehen uns beim Questgebäude wieder. Bis gleich. Da sind wir wieder. Ich bin noch nicht zu Hause und auch nicht beim Questgebäude. Ich habe hier einen kurzen Anhalter gemacht. Oh, das ging einfach. Ich habe gesehen, hier sind Hopfenpflanzen, die wir abbauen können. Und wir wurden hier auch noch vom Wildschwein angeboten. Gut, die Farm hier vom Wildschwein bewacht anscheinend. Das nehme ich jetzt noch mit. Die Hopfenpflanzen nehme ich natürlich auch mit. Wir brauchen ja für daheim auch einige. Und dann werden wir vielleicht in einer der nächsten Folgen mal wieder eine kleine Baurunde zu Hause einlegen. In Form von Beete aufstellen, ne? Muss mal schauen, wie viele Setzlinge wir daraus ziehen können. Vielleicht haben wir ja sogar Setzlinge aufgenommen. Ich werde mal überlegen, ob wir hier kurz ins Gebäude reingehen. Das ist zwar kein Questgebäude, aber... Lass uns das doch machen, komm.
Hier war ein Hopfen vor der Tür, wer weiß, was hier noch an Hopfen drin ist. Wir machen das Questgebäude hier, also das Gebäude hier, das ist keine Quest. Wir werden uns jetzt hier auch nicht ewig aufhalten, würde ich sagen. Wir gehen nur rein, rennen bis zum Hauptblut. Wenn nicht gerade überall Gelbäugige in den Wänden sind, heißt das. Was war das denn? Gutes Ausweichmanöver, ja? Wir müssen was essen. Ach du Scheiße, ich habe die Taschen ja voll. Ja, wir rennen wirklich nur bis zum Hauptblut, wa? Alles andere macht keinen großen Sinn. So, ich hoffe, keiner von den beiden ist gelbäugig. Ich befürchte, wir brauchen so langsam auch den Stahlknüppel und den Prügelpeter. Da können wir auch den Stahlknüppel irgendwann bauen, wenn wir Prügelpeter weiter skillen. So. Huch, wo bist du denn hergekommen? Ach, da oben. Alles klar. Ja, ich habe irgendwie erwartet, dass hier ganz viel Hopfen und Bier rumfliegt. Weil der einfach mal so eine kleine Hopfenfarm im Garten hatte. So, die fallen von außen rein. Vielleicht finden wir in der Küche ja Hopfen oder Bier. Das kannst du essen. Ja, den Knochen hätten wir jetzt nicht unbedingt mitnehmen müssen, obwohl wir am Knochen angefangen haben. Wir haben das Wildschwein auch abgebaut. Gut, dann geht's weiter in den Keller. Da ist noch Benzin, sehr schön. Hätte ich mitnehmen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie so schnell hier hinkommen. Ich muss echt aufpassen mit dem Schwierigkeitsgrad, in dem wir jetzt sind. Das ist nicht mehr ganz so einfach. Wir haben jetzt nicht mehr ewig Zeit, um alles zu durchsuchen, bevor die Zombies kommen. So, ich kann das Benzin nicht mehr mitnehmen. Das gefällt mir gar nicht. Zement lassen wir jetzt auch mal liegen. Holz könnten wir noch mitnehmen. Guck mal, das wäre sogar ein Nachtquest. Ach nee, das ist einfach nur ein zerstörter Generator. Also ich habe hier jetzt noch kein Hauptblut gefunden. Das Licht scheint dahin. Das war jetzt dumm. Haben wir die Klappe hier zugemacht oder was? Wie deppert war das denn? Ja. Tolle Wurst. Aber müssen wir hier erst wieder raus. Das noch mal Stück. Honig? Den hätte ich schon wieder mitgenommen. Zerleg mal die. Ja. So. Wo ging es denn hier wieder? Oh, hier ist so ein Bücherregal, das habe ich gar nicht gesehen. Das hätte ich auch gern mitgenommen, weil das bringt Kohle. Das ist mein Verbandskasten hier. So, wir sind hier durch, ne? Geht's hier wieder raus. Dann müssen wir gleich mal suchen, wo denn das Tor war, was wir zugemacht haben. Hier ist noch irgendein Gehege. Ach, guck mal, hier war das. Warum auch immer wir das zugemacht haben. Da dachte ich, hätte die Angst zu haben. Das war ziemlich deppert. Da ist verschlossen. Ja, so viel zu. Wir machen mal eben das Gebäude. Na, dann prügeln wir uns hier mal rein. Ach, das ist Stahl. Oh Gott, das hat 2000 Haltbarkeit. Finde ich aber gar nicht lustig. Ihr könnt ruhig ein bisschen helfen von da drinnen aus. Was ist hier aus? Guck mal, das hat nur 500 Haltbarkeit. Und das ist Holz. Warum macht man denn ein Tor, was so viel stabiler ist als die Wand daneben?
Oh, ein Säckchen Geld trinken. So, da sind auch noch zwei, da ist auch noch einer. Habe ich gerade einen Geier gehört oder war es der Michel, der wieder so komisch geschrien hat? Das war der Michel, glaube ich. So, immer mal wieder umgucken. Ich habe ein bisschen Schiss. So. Wo ist denn der Hauptloot? Hier ist eine Kiste, das ist doch nicht der Hauptloot. Erstmal die Kiste rein, würde ich sagen, ne? Aber ich meine, der Helm liegt eigentlich aus, Tatsache. Deswegen ist das immer so dunkel. Motorwerkzeugteile, die lassen wir mal hier liegen. Ja, das war. Ach, da oben ist der Hauptloot, alles klar. Guck mal, es wäre anscheinend ein Dreiergebäude gewesen, würde ich sagen. Von dem Loot-Rucksack her. Den müssen wir nämlich nicht mal aufmachen. Ja, da kommen wir nicht ran, dann lassen wir es halt liegen. Schade, dass wir das Dreiergebäude nie gekriegt haben. Dann wären wir viel früher an Hopfen rangekommen, ne? Jo, was haben wir denn hier drin? Bringt 130, bringt 75, bringt 7, bringt 8, bringt Munition. Munition nehmen wir mit. Zerlegen, zerlegen, zerlegen. Gras kann hier bleiben. Dafür nehmen wir. Verfetzen können auch hier bleiben. Haben wir hier. Zerlegen. Das kannst du von meinetwegen mal nehmen. So, und das war's, ne? Schade. Ich habe irgendwie gedacht, hier wäre noch. Oh, das bringt auch 208. Ich habe irgendwie gehofft, hier wäre noch mehr Hopfen drin. Nee. Ein Glas muss man wegschmeißen. So. Gut, dann fahren wir jetzt nach Hause und machen die Taschen leer. Die Folge ist noch nicht mal allzu lang. Na gut, war jetzt auch ein kurzes Gebäude, ne? Wo ist das Moped? Hallo? Da. Oh, da ist noch ein Schuppen, da können wir mal eben nachgucken. Den hier können wir auch noch mal eben abbauen. Hier im Schuppen war wahrscheinlich das Wildschwein drin, was ich angelockt habe. Denn? Keine Ahnung, kann ich nichts mit anfangen. Das ist eine Lampe. Achso, in dem Schuppen waren wir doch schon drin, oder? Ich glaube ja. Ich glaube, hier waren wir schon drin. Na gut, dann würde ich sagen, das Vierergebäude brauchen wir in dieser Folge aber nicht mehr anfangen, ne? Ich glaube, das ist ein bisschen zu lang für die Folge. Das heißt, wir fahren jetzt doch gemeinsam kurz nach Hause, machen die Taschen leer. Und schauen uns das Vierergebäude dann in der nächsten Folge an. Das liegt sogar ein Stück weit außerhalb, so dass wir noch nicht, also sprich, das Gebäude können wir jetzt so nicht kennen. Weil bei dem Teil der Map waren wir noch nicht. Das Gebäude, das Design vom Gebäude können wir natürlich schon kennen. Nur, wie gesagt, wir waren da hinten bei der Map noch nicht. Jo, lass uns mal kurz ausräumen. Ach ne, ist alles noch auf Anbau. Okay, schade. Hätte ja sein können, dass er schon fertig ist. Wir könnten ja auch eigentlich mal ein paar Beete jetzt so langsam mal machen, ne? Wir haben auch ein bisschen Lehm mitgebracht. Machen wir hier mal zu. Was brauchen wir denn für Beete nochmal alles? Holz, verdorbenes Fleisch, Nitratpulver und Lehmboden. Nitratpulver, verdorbenes Fleisch. Was packen wir hier oben noch rein? Ich muss erstmal ein bisschen hier leer machen. Das ist nichts. Stoffhetzen nicht. Und dann noch mit rein. Ölschiefer kann damit. Nee, nicht. Das Leder schon. Radpulver, Plastik kann damit rein. Bruchsand, Eisen. Lassen wir es erstmal so. Und jetzt drehen wir einmal kurz gucken, wer da oben Radau macht. Lass meine Tür heile, Esel. So, jetzt Ruhe. Erstmal. Das ist schon wieder einer. Ich fasse es ja wohl nicht. So, verdorbenes Fleisch, Nitratpulver haben wir.
lass den Hopfen mal noch mitnehmen und den nehmen wir auch mit. Wir müssen nach oben gleich gucken. Holz haben wir auch, dann lass uns doch mal Feldblöcke machen. Wie geht. Und eigentlich hätten wir gleich Eisen und die Nagelpistole mit hochnehmen können, um die Tür wieder aufzuwerten, ne? Habe ich dich nicht kaputt gemacht eben? Warum hältst du so viel aus? Was bist du für einer? Unmöglich. Immer diese Bettler an der Tür. Hopfen, wo haben wir es jetzt? Da, Rezepte. Hopfensamen. Jo, dann knallen wir hier nochmal mit Beeten voll. Wie viel haben wir denn dann? 1, 2, 3. Der ist mit Blöcken, das ist einfacher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. Dann können wir eigentlich 22 mit Hopfen machen. 20 mit Kaffee und 2 mit Mais oder so. Wo wir können da an der Ecke ja auch noch welche hinstellen. Oder kommt da noch was anderes hin? Nee, ne? Ich glaube, was anderes stellen wir da nicht mehr hin. Hast du die Blöcke schon fertig? Nein. Oh, ich glaube, ich habe ein bisschen viel Blöcke gemacht. Bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, der hat da gerade 30 angezeigt. So, lass uns mal gerade Kram ablegen. Jo, lass uns mal 4 Stück ins Moped packen, vorsichtshalber. Stoffhetzen kamen hier auch noch mit rein. War nur einer, aber egal. Baukiste brauchen wir jetzt gerade nicht. Tierfett können wir hier mit rein machen. Das Fleisch kommt hier mit rein. Lalala, Nitrat, Hopfen, Lehm. Knochen nicht. Knochen hatte ich bei Ressourcen mit drin. Aber das kann da mit rein, das kann mit rein. Silber wird verkauft. Das kann mit rein. So, dann gehen wir zur Waffenkiste. Kommt da mit rein, das kommt da mit rein. Eieiei, ich glaube, ich muss öfter mal die Schrot benutzen. Ich habe ein bisschen viel Schrotmunition. Was haben wir hier noch? Die Munition, die Munition. Die Munition und davon die Hälfte. Und das da auch. Und wie weit sind wir hier jetzt eigentlich fortgeschritten? Mensch, Stahlbarren. Das könnten wir dann mal ausschalten. Wir müssen unbedingt noch viel mehr Benzin sammeln. So, wir müssen hier auch unbedingt wieder Eisen einschmelzen. So viel haben wir jetzt nicht mehr drin. Wo war es denn jetzt? Ich habe das Zeug doch mitgenommen. Da. So, 162 Stahlbarren. Ich denke, das kann sich schon sehen lassen, oder? Ich denke ja, aber wir müssen unbedingt jede Menge Eisen sammeln. So, jetzt lass uns mal sortieren. Das kriegt alles der Händler. Das kommt nach oben. Das brauchen wir zum Aufbauen. Das kriegt der Händler, das kriegt der Händler. Das behalten wir. Das kommt mit in eine Munitionskiste. Das kommt hier zum Messing. Ja. Munitionskiste. Wollte ich da reinpacken? Das Schießpulver, genau. Knochen können wir noch hier lassen. Jetzt muss ich hier erstmal alles wieder neu sortieren. Beim Hochsortieren eben. Hat er mir alles durcheinander gebracht. Das kann ich ja mal so gar nicht leiden. So ein bisschen Geld haben wir immer dabei. Das Fleisch können wir gleich noch was mitnehmen. Wasser können wir mal hier lassen. Honig kommt ins Moped. Das kommt ins Moped. Das behalten wir erstmal. Gut, dann würde ich sagen, können wir jetzt endlich mal Beete aufsetzen, ne? Achso, mal ein bisschen Fleisch mitnehmen, habe ich gesagt. So, da war ein kurzer Cut. Ich musste mal ganz doll niesen. Warum kommen jetzt die Treppe hier nicht rauf, verdammte Axt? So, jetzt aber. Ich musste eben gerade ganz doll niesen. Wo habe ich denn jetzt den Hopfen? Ach, der ist noch immer nicht so weit. Gut, dann lass uns hier mal vollklatschen mit Beeten. So. Machen wir hier hinter auch noch? Können wir eigentlich, ne? Ach nee, können wir nicht. Nicht weiter ran. Ja, dann müssen wir die mittig machen.
So. Hier können wir auch noch welche hinmachen. Oh, fehlen noch ein paar. Und wir kriegen nur 5 Hopfensamen raus. Das ist ja echt nicht viel. Toll, wieder in Stacheldraht gelaufen. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert. Honig kommt hier mit rein. Komm, die Hälfte davon können wir auch damit reinmachen. Und Neset muss damit rein, ganz wichtig. Kaffee haben wir dabei, Sprit haben wir dabei, Honig haben wir dabei. Jo, dann würde ich sagen, ich setze offscreen noch die Beete. Genau. Pack Honig rein. Honig sage ich schon, Hopfen rein. Genau, ich mache offscreen die Beete, pack da den Hopfen rein. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut, tschüss.